Herzlich willkommen zurück zu Part 3 von Let's Play Lufia. Im letzten Part haben wir Tarike erkundet und erfahren, dass ein großer Fisch oder ein Riese dieses Erdbeben verursachen soll. Und da gehen wir doch mal in der Höhle gucken, wer das wirklich macht. Seehöhle U1. Aha, der Schalter macht das Wasser. Und eine Fliege. Die machen wir doch fertig. Ein Moskito. Okay, bisher hatte ich nur einmal rechnen raten und ich habe keine Leben mehr. das war knapp. Wäre ein bisschen peinlich gewesen, jetzt schon Game Over zu gehen. Aber egal. Ich habe im letzten Part extra keine Waffe gekauft. Weil, wie gesagt, man hier einen bekommen. Wir haben uns auch im letzten Part stark gekauft. Das ist ein Zauber, um die KP leicht zu erhöhen. Oder zu regenerieren, eher gesagt. Ist, denke ich mal, besser, weil Kraftwasser ist halt für immer weg und die MP, die laden wir sowieso auf. Vom Endgegner. Oder Boss des Dungeons, je nachdem. Wieso erhalte ich hier die ganze Zeit Waschbretter? Stimmt, besser als so ein Tablett, aber kann ich nicht nehmen. Gegen Bioblob. Wir kämpfen uns hier durch. Unser ZB ist auch schon voll bis oben hin. Nur wir haben halt keine Waffe, die eine einen Spezialangriff drauf hat. Was ist denn das Graue da? Ist das ein Grashüpfer oder so? Werde ich jetzt gleich sehen. Ein Habeskäfer. Ah, stimmt. Die Hörner hätten mir das eigentlich sagen können. Okay, 8 habe ich noch. Oh, nein! Oh, 1! Komm, jetzt machst du nochmal Platz. Oh, Glück gehabt. Also wir sind hier ganz schön am Limit, sag ich mal. Oh, die Adler sind stark, das weiß ich noch. Ha! Zweite Mal richtig geraten, jawohl. Ja, die ziehen auch richtig viel ab, die Biester. Deswegen kämpfe ich gerne in jedem Raum gegen jeden, weil wenn man das nicht macht, dann ist man ab dem 5. bis 7. Dungeon irgendwann schon aufgeschmissen. Was willst du? Komm her. Babyfrosch. Ja, ist man halt aufgeschmissen, weil man halt kaum was abzieht und 100 Schadenspunkte einsteckt oder so. Oh, jetzt will ich mich schon wieder heilen, so ein Scheiß. Ich mach's nochmal mit stark. Wenn ich jetzt schon 2 Charaktere hätte, dann hätte ich jetzt jedem wahrscheinlich 19 geheilt. Wie der eine Typ sagte in der Stadt, dass wenn ich einen Zauber auf einen anwende, der stärker ausfällt, als wenn ich den auf mehrere anwende. War schon sehr hilfreich, der Tipp. Aber den kannte ich noch. Quack, quack. Das ist ein Idiot. Ich wollte doch das... Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte das Schild nochmal austesten. Was ist das? In der richtigen Reihenfolge abgeschossen, öffnen die Pfeile einen neuen Pfad. Das heißt, ich soll die jetzt so abschießen, wie ich sie besiegt habe. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Aha. Da haben wir schon die Zauberkraft wieder aufgeladen. Der Graum sieht trotzdem noch komisch aus. Immer schön gucken. Und auch ja nichts vergisst. Sieht alles immer so, ja, hier ist eh nichts und dann ist da doch was. Nochmal gegen den Hadeskäfer und die Kreuzspinne.
Aber jetzt bin ich ja regeneriert und gewappnet für den Kampf. Keine Chance. Da ist die Waffe, von der ich gesprochen hatte. Der Krabbeltöter. Deswegen habe ich mir in der Stadt keine andere Waffe gekauft. Ah, genau. Mal eben kurz noch die Spezialattacke davon nachlesen. Wie kann ich das denn machen? Geht das hier nach? Ja. Achso. Sehr hilfreich gegen Insekten und Spinnen. Trifft alle Gegner. Ja. Und die Treppe. Und die leben auch wieder. Jetzt zieh ich schon mal ein bisschen mehr ab. Wir können gleich mal die Spezialattacke austesten. Ich war die am liebsten immer für so einen Notfall. Ich glaube, das mache ich auch. Wie viel kostet das denn? Ah, ich setze es mal ein. Einfach nur, um es zu zeigen. 41, wow. Nicht schlecht. Ach, die leben auch wieder. Oh, der hält 25 aus. Aber kein zweites Mal. Und beim nächsten Gegner erreiche ich ein Level. Okay, die Motte hält nichts aus. Aber wie gesagt, ist stark gegen Insekten und Spinnen. Stand bei der Beschreibung. Deswegen zieht er wahrscheinlich auch so viel ab. Gegen die. Der Mutige springt und findet den richtigen Weg. Falsch. War mutig und hat trotzdem den falschen Weg gefunden. Aber soweit ich weiß, ging es da zum Boss oder so. Den Weg brauchen wir nicht gehen. Ja. Muss ich mich wieder heilen? Reicht. Die Türen lassen wir mal außen vor. Ich brauche eh noch den Schlüssel, um zum Boss zu kommen. Mal sehen, ob wir den in diesem Part noch schaffen. Der ist echt gut gegen Käfer und Insekten. Gefällt mir die Waffe. Aber müssen die immer zu zweit kommen? Zieh mir immer so viel ab. Danach muss ich mich wieder heilen. Ich hätte auch die Spezialattacke einsetzen können, aber ist noch nicht nötig. Man kann übrigens auch die Gegner heilen, wenn man zu viel Langeweile hat. Aber das haben wir nicht. Wir möchten die einfach nur fertig machen und weiterkommen. Oh scheiße, jetzt wollte ich nur einmal drücken, aber egal. Kraftsaft. Was war das nochmal? Egal. Irgendwas mit TP. Ich glaube, das hat irgendwas vollständig aufgefüllt, aber ich weiß nicht mehr was. Zu. Auch zu.
Aha. Ach, okay, gehen wir erstmal nach oben. Ach, komm her. Die wollen mich heute verarschen. Der hat einmal 25 aufgehalten, der Frosch. Hinter dieser Tür liegt der Weg in dein Martyrium. Das ist mir schon klar. Ah, hier war der Geheimweg. Heilsirup. Natürlich möchten wir auch noch die andere Kiste haben. Dafür müssen wir die ganze Monsterherde besiegen. Okay, gegen Spinnen ist der Krabbeltöter gut. Das haben wir schon erfahren. Und gegen Insekten. Aber nicht gegen Adler. Und diese Adler in dem Spiel sind auch Insekten, weil die so nervig sind. Okay, wieder Insekt. Bin mal gespannt, wann wir den zweiten Charakter kriegen. Also ich weiß es noch, aber... ihr vielleicht nicht. Beim Pilz haben wir schon erfahren, dass der nur 16 aushält. Ich glaube, hiernach muss ich mich wieder heilen. Typisch Adler halt. Wie viel habe ich noch? Okay, 17 zieht er niemals ab. Oh, aber knapp. Fast wäre ich aufs Flüchten gekommen, ey. Das wäre scheiße gewesen. Aber wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte er mich gekillt. Okay, einmal kann die mir noch heilen. Ba-ba-ba-ba. Gutes Jahr, wir kriegen nicht nur Erfahrung, wir kriegen auch noch Geld, wenn wir mit den kämpfen. Schon wieder gegen den Waldpilz. Er zieht mir schon nichts mehr ab. Bin mal gespannt, ob ein Riese unser Gegner ist oder ein Fisch. Mal sehen, wer im Dorf recht hatte, der alte Mann. Oder ja, eigentlich so gut wie der ganze Rest. Ziehen mir aber auch viel auf diese Adler. Ich weiß gar nicht, ob auch mal ein Angriff daneben gehen kann. Weil ich habe noch kein Status gesehen mit Genauigkeit. Jaguaring. Yeah. Übrigens, es können nicht nur Waffen Fähigkeiten haben. Auch Ringe oder Rüstung. Erhöht Bewegung teilweise. Sieht ihr, seht ihr, hat auch ZP. Erhöht im Kampf die Bewegung. Speedy. Ich heile mich mal. Bevor wieder so ein Adler-Team kommt. Einer ist ja okay, aber nicht zwei. Ah, muss. Als wenn ich es gerochen hätte. Aber ich habe eher zwei gerochen anstatt einen. Boah, ich dachte gerade. Spezialattacke, er zieht wie weiß viel ab. Kurz untersuchen. Der Raum scheint da war die Treppe. Ein Dreieck, dessen Spitze nach oben weist, birgt die Lösung. Also quasi ein Fall. Wie mache ich das am besten? Zack, zack, zack. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
war daran jetzt so schwer. Das wird öfters in dem Spiel passieren, nur die werden noch schwieriger, die Rätsel. Und wir haben den Schlüssel gefunden, der uns zum Boss bringt. Ah, ich wollte nicht gegen dich kämpfen, Lu. Nervensäge. Und nochmal heilen. So, jetzt können wir erstmal nach unten gehen. War ich hier? Nee, war ich noch nicht. Ah doch, hier war ich schon. Hier waren wir schon. Jetzt müssen wir den Schalter von oben aktivieren, damit sich die rechte Tür öffnet. Und wir sind Level Up. Nehmen wir das Loch. So. Dann machen wir doch den Boss noch. So schwer wird er ja nicht sein. Die brauche ich, glaube ich, bestimmt noch. Wasser senken. Ah, ich hätte zuerst dahin schmeißen sollen. Rätsel gelöst. Können wir den noch? Laden uns auf. Und besiegen den Gegner. Und wir haben einen Degen erhalten. Aber schlechter. So. Fisch oder Riese? Ich glaube, man kann es sich jetzt schon denken. Ein Fisch. Gut, bis hierhin ist noch nie jemand vorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich ernsthaft verletzt. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Deine Erdbeben stören uns, also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst. Aber das glaube ich nicht. Ja. Attacke! Ich meine, die ganzen Spezialattacken auf dem drauf. Okay, jetzt muss ich mich heilen. Man muss halt immer gucken, wie viel er abzieht, wie viel Leben man hat, damit man sich noch rechtzeitig heilen kann. Jetzt muss ich sowieso heilen. Boah! Betreib mal! Okay, wenn er den nochmal einsetzt, bin ich kaputt. Lade ich am besten nochmal auf. Und jetzt haben wir kein Heil-Item mehr. Was nicht so gut ist. Scheiße! So, jetzt brauchen wir unbedingt... ein Heil-Item. Das brauchen wir.
So. Oh, hätten wir nicht gebraucht. Scheiße. Egal, wir haben gewonnen. Wir haben ein Satyrjuwel erhalten. Autsch, aufhören. Ich gebe auf. Es wird keine Erdbeben mehr geben. Versprochen. Ich werde im See mal eine Runde schlafen. Das wird mir gut tun. Das glaube ich auch. Das war schon der Boss. Nichts Spektakuläres, aber... So, dann sage ich mal, ich bedanke mich fürs Zusehen. Kommentare sind immer erwünscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und... Ja. Dann freue ich mich, wenn ihr dieses LP weiterguckt. Mich da hoch. Und bis zum nächsten Part. Haut rein.